Guten Morgen. Heute Morgen haben wir Nebel, aber es sieht verdammt gut aus, dieser Nebel. Schauen wir uns das mal ein bisschen da vorne an. Dann möchte ich dir mal über die Macht der kleinen Dinge was erzählen. Wenn wir so hier schauen, wie das aussieht, das sieht doch einfach wirklich fantastisch aus, ne? Langsam kommt die Sonne. Ist wirklich cool. Tja, der Nebel ist das beste Beispiel für die Macht der kleinen Dinge. Oder man könnte auch sagen, wenn man beispielsweise immer wieder Aufmerksamkeit auf etwas gibt oder in etwas steckt, dann erreicht man schlussendlich etwas. Also nie aufgeben und wirklich mal schauen, auch wenn der Weg vielleicht nicht ganz durchsichtig ist oder man nicht weiß, wo er hinführt, man weiß, da geht der Weg weiter. Die Macht der kleinen Dinge. Warum die Macht der kleinen Dinge? Nebel ist grundsätzlich nichts anderes als Abermillionen von kleinen Wassertröpfchen. Und daher für mich die Macht der kleinen Dinge wirklich genial. Muss ich sagen, bin ich fasziniert und nur aus diesem Grund bin ich heute Morgen hier in den Wald gefahren, um dir das zu zeigen und dir vielleicht hier einen kleinen Impuls zu geben, nicht aufzugeben, egal was du gerne tun möchtest. Immer was Kleines tun in die Richtung, die du gerne gehen möchtest, in deinen Traum, in deine Vision zu investieren und dann erreichst du es schlussendlich auch. Denn der Nebel, der verzieht sich auf jeden Fall. Und deine Vision, dein Traumleben erfüllt sich schlussendlich immer. Wenn du wirklich willst. Aber es braucht nicht Riesenschritte, sondern ganz viele kleine. Danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.